Was geht ab, meine Z-Fighter, Oster hier. Und heute gibt es die Informationen zum Free-to-Play-LR-Trunks und zu dem neuen Future Gohan, sowohl auch zu den Awakenings vom C17 und C18. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen im Detail zu den Charakteren ansehen. Im Nachhinein springen wir dann in das Event, in das Prime Battle von Free-to-Play-LR-Trunks und machen dort die Stage 3. Dort werde ich euch Tipps und Tricks geben, beziehungsweise euch sagen, auf was ihr achten müsst, auf was ihr achten solltet. Von daher würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Angefangen natürlich mit dem Free-to-Play-LR-Trunks. Er ist Free-to-Play. Er hat ein eigenes Prime-Battle, genauso wie Free-to-Play-LR-Goku und Free-to-Play-LR-Freezer. Dementsprechend ist er natürlich auf Level 150, ist von Super-Elite-Type und kostet 99. Also sein Teamkosten. sein Leader-Skill. Er gibt der Future-Saga-Charaktere. Die Future-Saga werden wir uns gleich näher betrachten, welche Charaktere dort drin sind. Diesen gibt der Key-Plus-Rei auf HP-Länge auf 70%. Also in Sachen Leader-Skill ist er wirklich sehr, sehr gut. Hebt sich von Free-to-Play LR Freezer und LR Goku ab. Denn sein Leader-Skill ist da wirklich sehr solide. Key-Plus-Rei für die Future-Saga-Charaktere und HP-Länge auf 70%. Erste Ulti macht Colossal Damage. Die zweite erhöht stark seinen Angriff für eine Runde und macht mega Colossal Damage. Seine Passive bekommt 25.000. So, at start of turn immer. Und dann bekommt er zusätzlich, wenn er gegen 2 oder mehr kämpft, Key plus 8 zusätzlich dazu und auf den Angriff und auf die Verteidigung weitere 20.000. Ist ein konstanter Boost für einen Free-to-Play-Charakter. Muss man das hinnehmen, da ist quasi Vegito nur der Einzige, der einen prozentualen Boost hat. Deswegen hebt er sich so sehr von den ganzen Dudes ab. Aber die Sache mit 2 oder mehr, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, von solchen Passive Skills. Die Sache ist bei Trunks, er hat legit überwiegend gegen 2 oder mehr Gegner gekämpft. Ja, das war C18 und C17, deswegen kann ich das schon verstehen, dass sie das ihm so gegeben haben. Links den Messenger from the Future, Super Saiyan Code Judgment, Real Lineage, das ist mein Future Shattering the Limit, Legendary Power, Inekatu Hybrid Saiyan und Future Saga ist er. Und by the way, er ist Super Saiyan Trunks Future, heißt mit dem LR Trunks Teen, also den physisch LR Trunks, den wir haben, kann man ihn in ein Team packen, weil dieser Future heißt und der andere Teen. Genau, seine TOR-Form sieht folgendermaßen aus, wenn wir uns das Ganze mal betrachten dürfen. Finde ich echt cool, da zieht er seine Jacke aus und ist gleich ready to go. Heißt auch Super Saiyan Trunks Future, aber um ihn zu erwecken, TOR-Form auf LR-Form braucht die 777 Medaillen, ja. Das ist Free-to-Play, like Prime-Battle, wie bei LR Freezer und Goku, deswegen ist das gleiche, das werden wir aber gleich auf der Stage sehen. So wie er droppt aus der Stage, sieht er folgendermaßen aus, hier heißt er Trunks Teen Future. Ja, weil er quasi dann noch in der Gegenwart war, aus der Zukunft kam, deswegen heißt er Teen Future, aber wenn er in die Zukunft wieder reist und gegen C17 und 18 kämpft, in seiner TOR-Form und LR-Form heißt er nur noch Future, aber um ihn zu der TOR-Form zu erwecken, braucht man 15 Medaillen von den 9 Trunks Prime Battle. So viel zu Trunks, schauen wir uns mal Future Gohan an. Future Gohan ist noch nicht online, der kommt erst morgen online ab 10 Uhr unserer Zeit. Aber wir haben schon die Informationen zu ihm. Er ist um Super Physisch Type, seine Theorie-Version 120 Level, ganz klar. Teamkosten 58 und er ist der Leader der Future Saga. Ihm gibt der Key plus 3, HP 130% und Attack und Def 170%. Und das war klar. War wirklich klar, dass sie ihm so einen Boost geben, weil er quasi nicht so ein Standardperson ist, so wie Goku und so Standardperson bzw. gute Kategorien haben, 150% immer. Und wenn wir zum Beispiel Super Saiyan 3 Bardock nehmen oder Freezer oder jetzt die Potara, die LR oder Fusion von Gogeta und Vegito oder jetzt den Future Gohan, 170% auf Angriff und Verteidigung, das haut richtig rein. Wir werden auch vor allem gleich sehen, welche Charaktere in der Kategorie sind. Also das wird auf jeden Fall spicy an der Stelle. Die Karte haben sie wirklich sehr gut getroffen. Wirklich solide Unit, denn erhöht seinen Angriff und Verteidigung für eine Runde und macht zudem immense Damage. Seine Passive ist, er hat 100% Angriff zu jeder Zeit und dann erhöht er seine Verteidigung um 100% bzw. bis zu 100%. Und inwiefern wird das festgelegt? Je weniger HP wir haben, desto höher ist der Boost. Also je weniger HP wir haben, desto höher ist der Boost und maximal ist bis zu 100%. Zudem erhöht er seine Damage Reduction jedes Mal, wenn er in eine Runde kommt, jedes Mal, wenn er eine Runde anfängt, um 10%, Maximum 50%. Heißt zusammenfassend, er hat immer so fix 100% auf seinen Angriff, kann seine Verteidigung erhöhen bis zu 100%. Und ich finde das gut, dass sie es so gemacht haben, je weniger Leben er hat, weil er hat ja quasi echt bis zum letzten Atemzug gekämpft gegen C17 und 18. Und deswegen finde ich die Damage Reduction auch sehr gut, dass sie in jede Runde reinkommt, weil er quasi standhaft war. Ich finde das cool, wenn sie die Charaktere so treffen, wie sie auch im Anime waren, beziehungsweise wie sie persönlich waren. Haben sie hier an der Stelle gut gemacht. Er ist nicht schlecht, 100% sind wirklich sehr solide, vor allem, weil er noch zusätzlich seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde erhöht. Und dieser Boost ist 30%. 30% auf den Angriff, auf den SM-Multiplayer. Und sein SM-Multiplayer ist bei 150%. Das ist sehr, sehr gut. Also kommen wir dann auf 180%. Und die Verteidigung erhöht er dann noch zusätzlich 30%. Also der Dude ist auf jeden Fall solide und eine sehr, sehr gute Unit, wenn er rauskommt. Beziehungsweise, ja, wird das ja morgen der Fall sein. Ja, ich bin wirklich zufrieden mit ihm. Ich sag's mal so, sie haben ihn gut getroffen.
Golden Warrior, All in the Family, Super Saiyan, X-Men Fighters, This is my future, prepared for Battle, Fierce Battle, sind seine Link-Skills an der Stelle. Aber wenn wir uns mal seine Sage anschauen, beziehungsweise seine Kategorie, welche Charaktere sind denn in seiner Kategorie? Wenn wir uns die Kategorie dann hier anschauen, dann ist das quasi, das sind alle Charaktere, die aus der Zukunft waren, ja. Deswegen gehört auch Vegito Blue dazu, Rosé und so weiter und so fort. Heißt, viele von euch werden wahrscheinlich sagen, okay, das ist Potara 2.0, Dream of God 2.0. Ihr habt nicht unrecht, denn viele Charaktere, beziehungsweise in den Kategorien, die da oft vorkommen, sind halt Rosé und Vegito Blue. Die sind in dem Fall auch hier mit dabei, aber das ist zu unserem Vorteil, sag ich mal. Denn wir haben hier in diesem Team noch Ella Trunks oder andere Zukunftscharaktere, auch wenn da nicht so viele dazugekommen sind. Die ganzen Trunks sind auf jeden Fall an der Stelle dabei. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, da könnt ihr euch die Charaktere auf jeden Fall gerne mal detaillierter anschauen, wer da alles in der Kategorie ist. Ein großes Manko habe ich an der Stelle immer noch, beziehungsweise dennoch. Wo zur Hölle ist Cell? Gigi! Cell, wo ist Cell? Cell, der kam nicht nur aus der Zukunft, der kam aus 80.000 Zukunften danach. Zukunften. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und Cell packen die einfach nicht rein. Das sind so Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Like legit. Warum? Warum ist Cell nicht dabei? Naja, anyways. Die Kategorie ist an der Stelle schmackhaft, weil Future Gohan hier auf Angriff und Verteidigung 170% gibt. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel Rosé in dem Team haben mit Vegito Blue und so weiter und so fort, 170% auf die Charaktere ist wirklich sehr, sehr spicy. Und vor allem für Ella Trunks. Denn ich denke, Ella Trunks ist von vielen underrated leider, aber in der Kategorie wird er auf jeden Fall also aufpoppen. Denn er hat hier sehr, sehr gute Linking Buddies. Und an der Stelle finde ich die Kategorie auf jeden Fall solide und kann man auf jeden Fall mitnehmen. Auch wenn es, um ehrlich zu sein, Dream of Gods Potara 2.0 ist, mir fehlt da einfach noch mehr Zukunftscharaktere wie Cell beispielsweise. Warum ist da Cell nicht drin? Dann wäre das Ganze ein bisschen individueller. So ist es mehr ein Abklatsch mit einem besseren Boost als Dream of Gods. Aber ich nehm's hin, die Kategorie ist an der Stelle wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir noch das Awakening von C17, und zwar ist er physisch C17, 35 Meter werden wir für ihn gebrauchen. Er bekommt ein fierce Battle. Was kann er danach? Er macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff für 3 Runden. Er changed Tech in physisch Orb und bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 70%. Und Halleluja, endlich bekommt man Orb Changer einen besseren Angriff und Verteidigungsboost. Also wirklich. Aber zudem ändert er noch Strength in Agility Orbs, wenn seine HP 70% oder drunter fallen. Finde ich sehr gut, ist gar nicht mal so schlecht. C18 auf der anderen Seite macht Supreme Damage, erhöht ihre Verteidigung um 30% für 3 Runden. Sie change physisch Orb in Agility Orb, Attack um 70%. Und wenn die HP 70% oder drunter sind, change sie zusätzlich in Orb in physisch Orb. An der Stelle Frage an euch: Wie findet ihr die Kategorie, wie findet ihr die Charaktere? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Wir switchen ganz kurz rüber in das Prime Battle und machen dann noch die Stage 3. Alles klar, und da das ein Prime Battle ist, wissen wir ja, können wir nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen, die aus einer Stage droppen. Heißt, ich will euch Free-to-Play-Teams empfehlen. Allen vorweg zum Beispiel das Free-to-Play Allegino Team, nur können wir natürlich Allegino nicht als Leader nehmen, da er nicht aus einer Stage gejobbt ist. Da nehmt ihr einfach Gohan, Free-to-Play Kid Gohan als euren Leader und nehmt eure Namek Saga Charaktere, euer Ginyu Team quasi, das werde ich an der Stelle gleich machen. Oder ihr nehmt ein Free-to-Play Tech Team. Im Free-to-Play Tech Team habt ihr Typenvorteil, denn wir kämpfen nur gegen Agility Trunks. Es gibt 3 Stages, wir werden uns gleich alle anschauen, beziehungsweise haben wir die Detailsinformationen schon angesehen. Oder in dem Free-to-Play Universal Saga Team beispielsweise in JP, das ist auch sehr, sehr stark momentan. Anyways, wie gesagt, wir haben hier Stage 1, da kann Trunks selbst droppen. Wir haben die Job Rates nicht, sie sind noch nicht online, aber Trunks droppt auf Stage 1 zwischen 0 oder 2 Mal, also entweder gar nicht, 1 oder 2 Mal, könnt ihr ihn hier euch droppen. Was macht ihr? Ihr geht erstmal her und holt euch auf jeden Fall 14 Stück. Ihr braucht 14 Stück, um quasi einen auf SA 10 zu bringen, um mit 4 die Dupes zu öffnen. Dann erfahrt ihr euch am besten mal diese Trunks. Es gibt auch keine Kategorie oder so, die das Ganze erhöht, die Droprate leider nicht so, wie das bei Freezer letztens der Fall war, meines Wissens nach. Und dementsprechend holt ihr euch auf jeden Fall hier erstmal 10 Trunks. Baut einen auf SC10, holt euch dann 4 weitere und öffnet die Dupes von ihm. Dann sammelt ihr bzw. erfarmt euch 15 Medaillen aus Stage 2, damit ihr ihn zum TOR erwecken könnt. Und dann müsst ihr auf Stage 3 777 Medaillen euch erfarmen. Viel Spaß beim Grind, um ihn zum LR zu erwecken. Und ja, so funktioniert quasi das Prime Battle. Wir wissen es alle. Wir kennen es von LR Freezer und LR Goku. Dementsprechend gehen wir jetzt auf die Stage 3 und wir können ja nur ein Free-to-Play-Team nehmen. Ich werde ein Free-to-Play-Ginyu-Team nehmen, beziehungsweise Free-to-Play-Namek-Team, um es besser zu sagen. Namek-Saga-Team. Ich nehme Free-to-Play-Gohan als Leader. Free-to-Play-Gohan ist momentan offline leider.
Da ist es schon. Und nimm dann als mein Team Namek-Saga-Charaktere. Ihr seht, mein Gino-Team ist auch nicht voll ins Awake, nicht 100%. Sie sind so lala. Aber ich denke, mit dem Team werden wir es trotzdem schaffen. Deswegen sehen wir uns gleich auf der Stage. Alles klar, und da kämpfen wir schon gegen Trunks. Ich habe mir, wie gesagt, zwar ein Free-to-Play-Namek-Team, aber ein Free-to-Play-Tech-Team. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr viel vorteilhafter, denn ihr seht schon, wir haben in dem Free-to-Play-Tech-Team Typenvorteil. Ganz klar, über die ganzen Runden, über die wir gegen Trunks kämpfen, ihr seht schon, wir haben ein bisschen Key-Probleme, haben wir Typenvorteil mit dem Tech-Team. Deswegen, wenn ihr Free-to-Play-Tech-Team euch bauen könnt, nehmt auf jeden Fall ein Free-to-Play-Tech-Team. Als Leader nehmt ihr beispielsweise Free-to-Play-Tech Super Saiyan 3 Angel Goku. L.A. Goku könnt ihr mit ins Team nehmen oder jeden anderen Free-to-Play-Tech-Charakter. Und mit dem Team ist es auf jeden Fall leichter als zum Beispiel mit dem Team, weil ihr da ganz klar Typenvorteil habt. Mein Namek-Gino-Team ist ja nicht ganz ein Gino-Team, weil es ist ja ein Namek-Team, weil Gohan ist ja der Namek-Saga-Leader und Gino, wie gesagt, können wir ja nicht mitnehmen, da nicht aus der Stage drop. Aber mein Namek-Team habe ich dennoch dann nicht vollends awake, nicht auf 100% gebracht. Ihr seht, die ganzen Ginyu-Charaktere sind nicht awake. Ich war da ein bisschen faul, aber dennoch sollte das auf jeden Fall reichen für die Stage. Deswegen mit so einem Team werden wir es auch schaffen. Und mit einem Free-to-Play-Universe-Survival-Saga-Team beispielsweise, das ist auch ein sehr, sehr gutes Free-to-Play-Team, werdet ihr das Ganze auch schaffen, also ohne jegliche Probleme. Aber mit einem Free-to-Play-Tech-Team an Dash habt ihr, das wird easy gehen, wenn ihr dann nur Typenvorteile habt und ein paar Buttons klicken müsst. Hier müssen wir auf jeden Fall mal darauf aufpassen, dass wir dann und dann die richtigen Items einsetzen. Aber anyways, dann würde ich mal sagen, wir konzentrieren uns darauf und tun das Ganze mal so switchen, kommt Freezy auf eine Ulti. Ich denke, ja, das wird unser Boy. Und genau, dann machen wir das Ganze mal so. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu da seid und nichts verpassen wollt, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt da auf jeden Fall an der Stelle. Und über jede Unterstützung bin ich auf jeden Fall dankbar und freue mich drüber. Genau, natürlich brauchen wir dann die Crits, wenn wir Typen-Nachteile haben. Aber ihr seht schon, es ist machbar, ja, es ist machbar. Denn die Free-to-Play-Teams, vor allem in der neuen Zeit, als auch in JP, vor allem in JP, die sind wirklich sehr, sehr solide. Das Free-to-Play-Ginyu-Team, beziehungsweise in dem Fall Namek-Team, könnt ihr euch momentan nicht ganz erfarmen. Gohan ist leider offline momentan, sein Event ist nicht online, aber alle anderen Ginyu-Charaktere, die sind jeden Tag daily, wechseln sich ab, sind sie online, könnt euch da Free-to-Play erfarmen, Free-to-Play auf 100% bringen und Free-to-Play da erwecken an der Stelle, genau. Also seid ihr nicht so faul wie ich, wenn ihr da JP wirklich sehr intensiv spielt, dann macht das und ihr habt da gegen Chance, wenn ihr ihn natürlich erfahren wollt, wenig Probleme. So wie zu dem Free-to-Play-Namek-Team. Universe Survival Saga Team hättet ihr euch auch erfarmen können. Die Events sind momentan, glaube ich, nicht mehr online. Aber wenn ihr da schaut, einfach mal in eure Liste rein, welche Free-to-Play-Charaktere habt ihr da, die aus Stages gedroppt sind, die ihr benutzen könnt. Denn nur die aus Stages gedroppt sind, zählen an der Stelle. Alle anderen Free-to-Play-Charaktere, wie gesagt, könnt ihr nicht mitnehmen. Genau. So, dann tun wir mal hier auf Nummer sicher gehen. Hin uns an der Stelle auf jeden Fall. Und ja, Key-Probleme haben wir, wie ihr seht, aber kommt vor, kommt vor. Genau, ihr seht schon, es sind 3 Runden auf Stage 3. Hier droppen, wie gesagt, die Medaillen, um ihn auf Elias Shuttle zu bringen. Wir brauchen 777 Medaillen. GG. Und wenn sich das Ganze antun will, dann ist es jedem selbst überlassen. Aber Trunks an der Stelle, sein Artwork-Farm ist sehr, sehr cool, wenn ich ehrlich bin. Und yeah. Off to the next round. Okay, die ganzen Aussicht auf jeden Fall für Gohan behalten da ganz hinten, weil wenn Gohan einmal krittet, dann sind wir auf jeden Fall good to go, also dann sollte er ihn mehr oder weniger one-shotten, denn der Gohan ist wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich, wenn er auf Global kommt der Gohan zum 3-jährigen Jubiläum. Das 3-jährige Jubiläum fängt bei uns an im Zeitraum Juli und dann wird das Ganze auch erhältlich sein natürlich. Mit LRVG, Tokugeta und im Ginyu-Team vor allem auch. Das Ginyu-Team wird auch zum 3-jährigen Jubiläum kommen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber alles dazu, jetzt gucken wir uns mal Trunks. Genau, ihr seht schon, wenn ein Crit dabei ist, mehr oder weniger One-Shot, er hat ja wenig Leben. Hier sind 10 Medaillen gedroppt, wie wir gesehen haben. Prime Battle üblich, droppen da von 5 bis 20 Medaillen. Kann da alles droppen auf Stage 3. Es gibt keine Stage 4, weil es ist ein neues Prime Battle, deswegen gibt es so Stage 3. Aber wie gesagt, Free-to-Play-Tech-Team, wenn ihr das habt, benutzt auf jeden Fall Free-to-Play-Tech-Team. Bläh, Free-to-Play. Free-to-Play. Nein, jetzt aber mal auf den ganzen Quatsch hier, bevor ich mich verspreche und alles. Ihr merkt schon, ich bin irgendwie doch noch irgendwo durch den Wind, wie ihr merkt. Anyways, ich hoffe, das Ganze hat euch dann noch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Wie gesagt, ich würde es nochmal ganz gerne zusammenfassen. Free-to-Play-Tech-Team habt ihr auf jeden Fall die besten Chancen. Namek-Team tut es auf jeden Fall auch. Oder Universe-Survival-Saga-Team oder jedes andere Free-to-Play-Team. Werdet auf jeden Fall, sofern das komplette Team wirklich aus Urcharakteren besteht und solide ist, solltet ihr das bestehen.
Bis dahin hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Das Ding lädt hier und lädt hier und will nicht aufhören zu laden. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir machen hier G-Cont demnächst Schluss. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Jetzt, das war auch das Stichwort für ihn, für das Game. Da haben wir es. GG! Danke fürs Zusehen. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.